Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück hier bei Nicht frei zockt. F1 2014. Wir sind in Kanada und da freue ich mich drauf. Gar nicht lang rummachen, rein da. Kanada ist eine geile Strecke, die liebe ich, die fahre ich gern. Da gehe ich ab wie ein rotes Zöpfchen. Mal gucken, wie wir uns auf Experte schlagen. Monaco bin ich schon happy gewesen, dass ich keine Strafe gekriegt habe und dass es nur 3 oder 4 Frontflügel waren. Und nicht mehr. Also ich erinnere mich da an ganz, ganz, ganz verheerende Rennen. In anderen Formel 1 Versionen. Da kam ich nicht mal am Ziel an. Oder ich habe irgendwie einen extra länger Frontflügel gebraucht. Alles schon da gewesen, deshalb war das ein sehr, sehr erfolgreiches Rennen für mich. Und das auf Experte. Und ich konnte ja mithalten mit den Schnellen. Das Problem waren meine 2 Ausrutscher. Und dass ich eben von so weit hinten gestartet bin, weil es Qualifying im Regen einfach nicht lief, wie soll. So, wir haben da die beiden Reifenmischungen. Wir werden erstmal die harte fahren. Dann gehen wir mal hier rein in die Aerodynamik. Da würde ich sagen, wir haben hier eigentlich überwiegend... Oh, wir haben hier so wenig Kurven. Aber wir haben schnelle Kurven. Ah, wir riskieren es mit 1-1. Wir riskieren es mit 1-1. Ich glaube, es ist für die langen Geraden ist 1-1 besser. Auch hier gehen wir auf ziemlich hart. Dann gehen wir in der Aufhängung und gehen wir ganz weit runter, ganz flach auf dem Boden, obwohl es ein bisschen welliger ist, glaube ich. Aber das wird das Auto schon verkraften. Motor passt. Dann machen wir hier noch den Radsturz, damit wir schön um die Kurve kommen. Und die Spur, die schwächen wir ein bisschen ab. Beziehungsweise eigentlich schwächen wir die nicht ab, oder? Warte mal, jetzt kann man gucken. Spur nach außen, nach innen. Ich bin gerade am Überlegen. Spur. Das heißt, die Räder zeigen so ein bisschen X-mäßig, glaube ich, jetzt zur Zeit, wenn ich nach außen drehe. Ist besser zum Einlenken. Soweit ich weiß. So, wir lassen das Ganze mal so. Und da wir hier keine Tests fahren, würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder im Qualifying. Ich fahre mal ein paar Testrunden. Und dann sehen wir uns gleich wieder im Qualifying, wo wir dann hoffentlich schön auf die Pole Position fahren. Daumen drücken. Bis gleich. So, da sind wir zurück hier auf der Rennstrecke. Ich bin ganze 10 Minuten draußen rumgefahren, habe mich direkt mal auf Position 2 geschoben. Wenn wir uns das Ganze hier mal angucken, ich bin eine 1.19.043 gefahren, Vettel eine 1.19.006. Jetzt gucken wir mal, was die Mercedes machen. Die sind garantiert schneller. Hamilton steht momentan noch hinter uns, wird aber vermutlich nicht mehr lange hinter uns stehen. Das wird bald so sein, dass der vor uns steht. Es sei denn, wir sind hier wirklich verdammt schnell unterwegs und das könnte ich mir durchaus vorstellen, wobei Alonso auf 9 liegt. Also das müsste dann hier Fahrerstrecke sein, sprich ich liebe diese Strecke und bin hier einfach schnell. Ich hatte gar nicht das Gefühl, dass ich so schnell gefahren bin. Es ist halt einfach irgendwie passiert. Die theoretisch schnellste Bestzeit sind als 18.4, also rein theoretisch könnte hier Hamilton oder Rosberg, die könnten dann noch nachlegen. Aber immerhin, 3 deutsche Fahrer unter den Top 4, das hat was. 4 unter den Top 10 hat auch was. Formel 1 momentan Deutschland dominiert. Nur Weltmeister ist dummerweise ein Engländer. Ja, so ist das manchmal. Viele gute deutsche Fahrer in der Formel 1 und der beste ist Vize-Weltmeister. Super. Na gut, liegt auch immer an Autos und am Team. Also Hamilton muss man ganz deutlich sagen, hat die bessere Saison gefahren. Ist deshalb verdienter Weltmeister. Ich hoffe, dass jetzt in der Saison, die jetzt demnächst wieder losgeht, in der 2015er, der Rosberg mal ein bisschen besser im Auto zurechtkommt als der Hamilton. Und mal ein bisschen mehr vorne wegfährt. Das ist nämlich immer so eine Sache. Der eine Fahrer kommt besser im Auto klar, der andere schlechter. Dann haben die unterschiedliche Setups. Und das macht dann minimalste Unterschiede, aber das sind die Unterschiede, die am Schluss einen Fahrer zum Weltmeister machen oder nicht. Und dann natürlich noch das Mental Game, was mit dabei ist. Alter Schwede, auf einen harten Reifen, in 10 Minuten. Könnte man öfter mal haben. Eriksen, Bianchi, Chilton, Kobayashi, Kroschow, Gutierrez, Maldonado, Sutil sind die, die hinten stehen. Vorne steht nur Vettel vor uns.
Gehen wir mal ins Qualifying und gucken mal, was wir da Schönes am Start haben, was wir da hinkriegen. Also wenn wir diese Leistung wieder umsetzen können und es da draußen nicht regnet, schifft oder sonst irgendwas macht, dann wird das hier ein richtig geiles Rennwochenende. Da freue ich mich. Ich liebe die Strecke. Das gebe ich offen zu. Die liebe ich und die liebt auch mich. So, wir gehen mal schnell noch in die Motoren rein und packen eine Runde mehr Sprit dabei und fahren mager raus. So, da würde ich sagen, fahren wir auch schon raus. Der Reifensatz müsste frischer sein, wenn ich mich nicht irre. Zumindest bei Codemaster spielen sollte er jetzt den frischsten verwendbaren Satz nehmen. So, gucken wir uns mal die Reifentemperatur an. Abrieb passt, Rundenbenzin haben wir, alles im Blick. Dann geht's mal los. Da bin ich mal gespannt, wie das Ganze mit Aufnahme läuft. Das ist nämlich auch noch so ein Faktor. Mit Aufnahme ist man immer ein bisschen langsamer. Wenn ich dann noch erzählen muss, kostet mich das nochmal ein paar Zehntel. Naja, gucken wir mal. Lange Rede, kurzer Sinn. Am Schluss kommt es drauf an, was auf der Uhr steht und nicht, was ich hier die ganze Zeit erzähle. Oh oh, verbremst, verbremst, verbremst. Und wisst ihr, was ich vergessen habe? Ich habe vergessen, mein Telefon lautlos zu schalten. Wenn jetzt jemand anruft, geht er mir auf den Keks. So, Benzingemisch machen wir auf Fett. Bremsen an, lenken ein, zack, zack. Auto bricht aus, weil ich es übertrieben habe mit Lenkrad rumreißen. Schlecht rausgekommen, gibt eine Kackrunde. Und nochmal verbremst. Herzlichen Glückwunsch, willkommen im Qualifying. So, werde ich noch über die Linie getrieben. Zum Glück ist nicht gerade einer rausgekommen, sonst hätten wir noch einen Unfall gebaut, noch eine Strafe gekriegt. Irgendwie ist es windig, habe ich den Eindruck. Da fliegen Sachen über die Rennstrecke, das hatte ich im Training nicht. Ja, ich komme nicht an den Apex ran, es schiebt, es schiebt, es schiebt. So, einmal, zweimal, das ist das, was schnell macht. Das ist kein Scherz, das ist das, was schnell macht. Gerade vor kurzem mal wieder so ein Lehrvideo geguckt von Profi-Rennfahrern. Die sagen, wenn du nicht den Apex triffst, verschenkst du Zeit, du bist zu langsam. Man muss mit dem Rad da drüber. Sonst kostet das Zeit. Das heißt, immer wenn ich nicht über den Curb räuber, so wie hier und hier, verschenke ich Zeit. Deshalb haben wir hier nur eine 1,21 und müssen das jetzt besser machen. So, waren wir schon näher dran wie vorhin. Da rutschen wir wieder. Warum rutschen wir denn jetzt hier auf plötzlich? Jetzt ist im Training kein bisschen gerutscht. Es kommt Qualifying, die Aufnahme läuft und schon rutschen wir hier rum. Ich komme nicht rein. Kommen nicht gescheit um die Kurven. So, man hört wieder die Traktionskontrolle, wo ich gefragt wird, warum schaltest du die nicht aus? Dann könntet ihr mich ganz oft in der Mauer sehen, zumindest dann, wenn ich aufnehme und kommentiere. Ohne Aufnahme und Kommentar fahre ich durchaus auch mal ohne. Und auch mal mit Handschaltung, aber nicht in der Aufnahme. Das wird mir zu hardcore. Das machen wir irgendwann mal in einem Fun-Event, wenn die Saison rum ist.
Wenn ein neues Spiel kommt, dann fahren wir hier nochmal ein Rennen in Melbourne. Und da machen wir dann alles. Machen wir dann alles aus. 1.18. So eine beschissene Runde, eine 1.18. Was geht denn dann, wenn ich keine beschissene Runde fahre? Ich rutsch und schieb. Winkel passt nicht. Ich weiß nicht, was hier los ist heute. Nee, irgendwas passt hier nicht. Aber die Räder, die passen da noch. Ich verstehe das gar nicht. Ich riskiere es nochmal. Ich fahre nochmal das Startziel und versuche nochmal eine Runde zu fahren. Vielleicht schaffen wir noch einen Umlauf, ohne dass der Sprit ausgeht. So, ich habe früher gebremst. Wieder früher gebremst. Und dann dummerweise über den Dreck gefahren. Das war nicht Ziel der Aktion. Ich will einfach nur mal mehr bremsen, um mal mehr über die Apexes drüber zu kommen, um mal zu gucken, ob das meiner Zeit hilft. Und da schiebe ich raus. Ich kann machen, was ich will. Ich lenke ein, der schiebt und schiebt und schiebt. Keine Chance. Wir brechen ab. Wir sind gut gefahren. Es gibt noch andere Qualifying Sessions. Wir brauchen uns in dieser hier nicht kaputt zu fahren. Hier sind wir gut unterwegs. Die KI ist hier langsam unterwegs. Ich habe keine Ahnung warum. Oh, aktuell Rang 7. Sind die alle schon wieder an uns vorbei? Die fahren 1.17. Ich bin mir sicher, ich könnte auch eine 1.17 fahren. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Und das Problem ist einfach nur, ich krieg sie nicht zusammen. Ich rutsch. Trifft. Und schieb das Auto irgendwie falsch durch die Kurven. Treffen Apex nicht. Total nervig. Sowas regt mich auf, dass ich das nicht hinkrieg. Nicht Spiel. Um Gottes Willen, nicht, dass jetzt wieder falsch verstanden wird. Gut so. Du hast Q2 erreicht. Wo haben wir denn Alonso? Wenn der jetzt auf der Pole steht, der steht auf Pole. Das darf nicht wahr sein. Im Training war er so weit hinter uns, hier steht er auf Pole. Gut, wir gehen in Q2 und dann gucken wir mal, dass wir dort Alonso wegbügeln, wenn wir dann die weichen Räder fahren. Die bin ich, glaube ich, heute noch nicht gefahren. Ich hoffe, dass die ein bisschen mehr Grip haben wie die anderen. Ich weiß ja nicht, was hier gerade für Wetterbedingungen sind, aber das ist erschreckend. So, wir gucken gerade nochmal hier rein. Ich will das noch einmal gucken. Es gibt auch im Rennen, gibt's, die Strecke ist sogar wärmer, 26 Grad. Also das Rennen, das wird mehr wie das Training. Da könnten wir vielleicht einen positiven Effekt spüren. Ach komm, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fahren raus. Eine Runde haben wir. Das ist Q2. Eine Runde muss passen. Mit den Rädern müssen wir das Rennen starten. Wenn wir an Q3 kommen. Also muss es eine Runde machen hier. So. Ich trete auf die Bremse und er quietscht. Nicht gut. War ich zu schnell unterwegs, vermute ich mal. Er hatte schon wieder die Tendenz. Habe ich Fuß vom Gas genommen, hat er eins runtergeschaltet, kam ich rum.
So. Benzin. Ja, mal Flügel nicht auf. Benzin. Benzin auf Fett. Bremsen. Vorsichtig hier rum, dass wir hier gut rauskommen. Möglichst viel Speed mitnehmen. Warum rutscht der denn da? Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Was ist denn los, Auto? Training lief so gut. Boah, Training lief so gut. Läuft nicht. Liegt das am Lenkrad? Einstellung? Ich habe keine Ahnung. Oder es ist einfach nur eine Wetteränderung. Aber es wäre mir neu, dass hier Wind eine Rolle spielt, aus welcher Richtung der kommt. In der richtigen Formel 1 ist das so, aber ich wüsste nicht, dass es hier im Spiel so ist. Geh rum. Gott, verheerend. Ganz schlimme Runde. Massa fährt sogar eine 1,17. Müssen wir definitiv nochmal. Vielleicht können wir noch eine schnelle Runde fahren. Vielleicht können wir noch eine schnelle Runde fahren und können uns zeitlich noch verbessern. Wir versuchen es auf jeden Fall. Es ist mir wichtiger, hier eine gute Runde zu fahren, als die Räder zu schonen. Ich habe nämlich keinen Bock rauszufliegen aus diesem Qualifying. Nicht auf den Apex gekommen, ganz ärgerlich. Ich habe echt das Gefühl, das Handling vom Auto hat sich verändert, vom Training zum Qualifying. Ist bekloppt. Das ist unglaublich. Ich bin schneller, aber trotzdem nur Achter. Oh, Mann. Will nicht. Achter. Alonso, Elfter. Interessant. Ich weiß es nicht. Hamilton ist langsamer. Alonso ist langsam, Vettel ist langsamer. Das sind alles Fahrzeuge, die schneller könnten. Rausfahren. Wir müssen nochmal raus. Wir müssen es riskieren. Es kann nicht sein, am Schluss überholen die uns. Am Schluss fahren die an uns vorbei. Wenn das langsamere Autos, würde ich sagen, komm, wurscht. Aber irgendwas scheint hier nicht zu stimmen gegenüber dem Training. Im Training waren die alle schneller. Irgendwas passt hier nicht. So, wir fahren die Räder mal warm und dann fahre ich eine ganz konzentrierte Qualifying Lap. Und hoffe, dass ich mich ein bisschen weiter vorne platziere, dass wir keine Angst haben müssen, dass wir rausgeschoben werden hier.
Der bremst auf einmal, der macht auf einmal alles, was er vorhin nicht gemacht hat. Tut er plötzlich. Das muss mir mal einer erklären, wie das geht. War der letzte Reifensatz scheiße? Sowas kommt ja mal vor in der Formel 1, vielleicht haben sie es ja auch hier integriert. Jetzt hat er hinten überbremst, schiebt hier über die Vorderräder, spät aufs Gas gekommen, das hat Zeit gekostet. Hier schaltet er nicht runter. Oh Mann. Ich liebe es, wenn der Fahrer am Limit ist und das Auto dann denkt, oh nö, wir schalten mal nicht runter. Ah, super. Okay, vielleicht können wir das hier noch retten. Dank einer etwas uneleganten, aber nicht ganz so schlimmen Kurvenführung. Wow, beinahe. Wall of Champions hat beinahe Hallo gesagt. So. Da hat er mal runtergeschaltet. Dann kommen wir im richtigen Gang hier raus, kommen im richtigen Gang hier drauf zu. Yeah. Beschissener Winkel. Will ich zu viel? Das kann natürlich auch sein. Wird immer schneller, aber es reicht nicht, um an Massa vorbeizukommen. Ein Witz, aber gut. Zurück zur Garage. Wir gehen da rein und mal gucken, wie sich jetzt die KI noch an uns vorbeicheatet. Sechster, Alonso noch immer Elfter. Wir sind schneller als Alonso. Wir gucken. Rosberg, schneller. Ricciardo, Hamilton, oh, wir haben Alonso geschlagen, ich glaube, der ist raus. Der ist Elfter. Wahnsinn, was ist denn hier los? Wieso sind denn Mercedes-Motoren alle so schnell? Das ist alles Mercedes. Außer der Red Bull von Ricciardo. Und ich glaube, das war es auch schon, oder? Was fährt denn Sahara Force India ist nicht mehr Mercedes, oder? Sind die noch Mercedes? Also McLaren, Mercedes, Williams, die haben Mercedes, Mercedes, AMG Petronas ist Mercedes. Das heißt, die haben echt 6 oder 7 Autos, vielleicht sogar 8. Ich weiß nicht, was Sahara gefahren ist. Müsste man euch nochmal schlau machen. So, Gutierrez, Grosjean, Maldonado, Sutil, Vettel und Alonso sind raus. Das heißt für uns, wir fahren jetzt gleich das dritte Qualifying und haben unseren Teamkollegen garantiert schon geschlagen, selbst wenn wir Zehnter werden. Verrückt. Einfach nur verrückt. So, jetzt dürfen wir einen zusätzlichen Satz Reifen haben. Den können wir jetzt richtig verheizen. Dann können wir auch gleich mal gucken, wie viel Prozent die Reifen haben, mit denen wir dann ins Rennen starten müssen, weil die haben wir ja auch böse getreten. 94%. Ja, 94 geht aber noch.
So, lange Rede, kurzer Sinn. Raus auf die Strecke, rausfahren. Es geht um die Pole Position. Entweder wir kriegen sie oder wir stehen vor Alonso. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ausnahmsweise gefällt mir das mal. Ich wäre aber gern besser hier. Gebe ich offen zu. Ich fahre hier echt am Limit. Ich drehe die Karre hier ohne Ende und irgendwie fehlt uns die Speed. Ich würde echt gern mal Mercedes fahren. Der auch jetzt hinter uns ist und uns wahrscheinlich gleich Druck machen wird. Da sieht man immer wieder mal Blätter über die Strecke fliegen und ich bin jedes Mal am Grübeln. Bedeuten die Blätter auf der Strecke, dass dort Windwirbel sind und das Auto leichter wird? Ich habe keine Ahnung. Es verhält sich teilweise seltsam. Aber es wäre mir neu, dass das simuliert wird in F1 von Codemasters. Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr da mehr wisst, schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Fühle mich da echt gerade ein bisschen überfordert. So, wir pushen in die letzte Qualifying Session und treffen einen Track und rutschen übers Vorderrad und treffen die Linie überhaupt nicht. Wir können die erste Runde schon mal abschreiben. Schalt doch mal runter. Mann, das ist aber ein Drama hier manchmal. Ihr hört es quietschen, rutschen, schieben. So, wir lassen Rosberg vorbei, der ist sowieso schneller, wir haben es vergurkt. Ah je. So, nächste Runde ist die, die für uns zählt. Ich muss mal wieder versuchen, wie ich es in Monaco auch gemacht habe. Ich weiß immer nicht den Fachbegriff für die Art zu bremsen. Aber so sollte ich hier auch mal fahren. Da ist er ein bisschen kontrollierter. Nee, lass mich bitte zu Ende fahren. Ja, das schaffen wir, dass wir das zu Ende fahren, oder? Boah, knapp an der Wand vorbei. Der wollte eben einfach nicht mehr rum. Nicht schnell genug, das darf doch nicht wahr sein, ey. Ich gebe alles, meine Karre rutscht und schiebt. Ich fahre eine 17.9 und die sagen zu mir, Echiberci zu langsam 10. Das kann doch nicht wahr sein.
Ist der Ferrari nicht schnell genug für Kanada, wenn Alonso auf 11 steht und wir gerade so mit Mühe und Not auf 10 fahren? Im Rennen dürften wir eine Chance haben, denke ich. Kennen die Strecke gut. Kennen die Spots, wo man überholen kann. Wenn wir da dranbleiben können und dann hier das Knöpfchen drücken, dann geht's hier vorbei. Und dann geht's dann irgendwann hier in die Box und das geht volle Kanne, Vollgas da rein. Bremst ja immer automatisch runter. Kannst volle Kanne in die Box fahren. Wenn du das in den früheren F1-Spielen gemacht hättest, wärst du volle Kanne in der Boxenmauer zermalmt. An der ersten Garage hättest du dann gehangen, geklebt. Hier kannst du Vollgas in die Box fahren. Die bremsen nicht runter so schnell. Guckst du nicht. So, Räder. Wir nehmen frische. Es ist ein Drama. Es ist ein echtes Drama. Und nochmal raus. Ich gebe nicht auf. Ich will nicht vom 10. starten. Wenn ich die Chance sehe, und ich sehe die Chance, wir haben noch keine saubere Runde zusammengekriegt, im kompletten Qualifying noch nicht. Ich brauche nur eine Runde. Die passt. Dann haben wir eine Chance, unter den Top 5 zu stehen. Das hilft schon. Ich bin hochkonzentriert momentan. Ich versuche wirklich, mich mal vorzubereiten. Das, was da gleich kommt. So, die Räder sollten schön warm sein, die Abnutzung passt. Und los geht's. Fahren extra außen an, dass wir hier nach innen ziehen können. Anbremsen. Er schiebt über die Hinterräder. Wow, wir haben den Grip halten können. Sind mal rumgekommen hier. Man sehe sich die Zwischenzeit an. Holla die Waldfee, hoffentlich können wir das retten. Nein, wir sind nicht mehr schnellster. Das war jetzt nicht unbedingt ein Weltuntergang. Nicht gut, aber kein Weltuntergang. So, und jetzt kommt die spannendste Phase. Können wir hier noch Zeit gut machen auf die Mercedes? Dritter. Puh, ich habe ja gesagt, unter die Top 5 können wir kommen, wenn mal alles passt. Und da hat noch immer noch nicht alles gepasst. Aber es ist die weitaus beste Runde gewesen, die ich in diesem Qualifying hingelegt habe. Ich war in ziemlich vielen Apexes dran. Ich habe in ziemlich vielen Situationen es geschafft, so über die Curbs zu fahren,
dass ich optimal rausbeschleunigen konnte. Puh. Dritter Platz. Alonso ist 11. Wenn das mal kein Qualifying-Sieg ist. Ich habe halt ein Problem. Ich gebe, wenn ich hier fahre, einfach zu abrupt, zu heftig Gas. Und da müsste ich mich ganz genau drauf konzentrieren. Wenn ich denn sagen würde, ich fahre ohne Traktionskontrolle und mit Handschaltung. Und dann käme aus meinem Mund wahrscheinlich kein einziges Wort mehr. Ich bin glücklich mit dem dritten Platz. Ich hoffe, uns verdrängt da keiner mehr. Und dann starten wir aus der zweiten Startreihe. Das passt. Da habe ich keinen Stress mit. Alonso ist eh schon geschlagen. Und dann habe ich einfach nur noch die Hoffnung, dass es auch im Rennen passt. Eine 1.16.5. Hallo, eine 1.16.5. Hätte mir das einer vorher gesagt. Wir stehen hinter den beiden Mercedes und vor Red Bull, vor Williams, vor Sahara und vor McLaren. Unglaublich. Hamilton, Rosberg, Frey, Ricciardo, Bottas, Massa, Hülkenberg, Paris, Magnussen und Button ist die Startaufstellung. Wir gucken uns noch an, was das Team zu sagen hat. Sie werden es mit Sicherheit feiern. Seit langer Zeit gibt es mal wieder was zu feiern. Puh, und dann gibt's das Rennen in 2 Tagen. Hat er den Kopf geschüttelt? Was soll das denn?